vor einem wunderbaren Set. Wir beginnen gleich mit dem schönsten und wirklich traurigsten Weihnachtslied, was man sich nur vorstellen kann. So. Es war der Gassenhauer 1890 aus dem Eisfeld kommend und er handelt von Maria. Oh Gott, Maria, ja, Maria kenn ich. Maria, ich so heiß dein Mädchen, Maria. Nee. Wie, nee? Die Maria meine ich natürlich nicht. Ich meine die Maria, die jetzt angemessen unserer Zeit natürlich im Vordergrund steht. Och nein. Doch. Nee, echt, doch. Muss das sein? Das machen wir jetzt. Okay. Warte. Jesus und Maria. Machen wir mal ein bisschen was Leises, ne? Was Leises? Ja. Was Leises? Was hast du denn vor jetzt? Schon wieder, dass was Leises wird? Nun sing uns, sei froh. Oh, okay. Ja, dann machen wir das nochmal. Dann darfst du. Da kann ich ja nichts verkehrt machen. Ganz genau. Das ist unser Zauberkasten. Dieser Zauberkasten beinhaltet ein ganz tolles Gerät. Wir müssen das einmal macht man das so, dann sind hier verschiedene Riegel drin, einmal so und jetzt öffnet sich der Zauberkasten und wenn ich jetzt auf der Seite drücke, kommt auf der anderen Seite was raus und der brummt. Dann kann man den auch öffnen, dann brummt der etwas lauter und in einem anderen Ton. Wahnsinn, oder? Der Zauberer ist erkrankt, das wissen wir alle, aber ich kann auch ein bisschen zaubern, wie du siehst. So, und ich habe noch was Schönes mitgebracht aus der Renaissance. Gott. Kein Spazierstock, wie manche gelaufen würden, sondern das ist ein Krummhorn. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist so. Ich glaube dir kein Ton. Also das ist krumm. Ja, okay. Wenn das nicht krumm was da hast du recht. Ja. Da ich glaube eher, dass du auch mal Spazierstock geklaut hast und den einfach abgeschnitten. Ja, oder so. Ja. Warte mal, das ist überhaupt die richtige Tonlage. Was ist denn das?